Dieser Name Pickup ist ja eigentlich genial. Der ist insofern genial, weil der für verschiedene Sprachen eingängig ist. Pickup, aufgreifen. Man muss etwas aufnehmen können. Und das ist gar nicht so einfach. Ich meine, die Bauern haben das früher mit Haken und mit Gabeln gemacht. Und das waren eben bei so einem Ladevorgang waren 4 Leute notwendig. 2 oben auf dem Wagen und 2 haben aufgeladen. Aber dieses Gut jetzt maschinell vom Boden aufnehmen zu können, das ist schon eine echte Herausforderung. Ja, direkt vor dem Krieg hat der Klaas hauptsächlich Pressen gebaut. Die Pressen haben wir ja, das ist, müssen wir nur sehen, wie wir das Stroh vom Boden aufnehmen und in die Presse reinbringen. Ja, ich denke, das war nur eine Weiterentwicklung dessen, was es ja bei Klaas schon gab. Ne? Diese Schwingkolbenpressen gab es ja, waren auch schwere Maschinen. Und da hat man im Grunde ja nur eine Achse drunter geritzt mit Gummibereifung, hat sie an den Schlepper angehängt, vom Schlepper auch angetrieben. Und was man dann dazu entwickelt hat, ist eigentlich eine Pickup-Trommel. So ein rotierendes Trommel mit Fingern, die sich einzogen, damit es nicht wickelte. Und die dann das Getreide, den der Stroh vom Boden aufgenommen haben. Von da aus wurde das dann gefördert mit einem Schrägförderer zur Presse hin. Zubringer kannte man, Presse kannte man. Und die gepressten Ballen wurden dann auf den angehängten Wagen geschoben. Also das war an und für sich meines Erachtens nur eine reine Fortentwicklung dessen, was man schon hatte. So nach den Unterlagen, die wir im Archiv haben, sind wir auch der Meinung, dass man behaupten kann, dass Klaas die erste Aufsammelpresse gebaut hat. Also das war schon eine ganz gewaltige Erleichterung. Arbeitskräfte waren nicht mehr so da, die waren ja alle im Krieg. Bei diesem Verfahren, bei dem Pickup-Verfahren, waren eben, wenn man so will, 3 Arbeitsgänge zusammengefasst worden. Die wurden von dieser einen Maschine ausgeführt. Das Aufsammeln, das Pressen und das auf dem Wagen fördern. Das Wetterrisiko wurde dadurch gemindert, dass man mit der Strohpresse das Feld sehr viel schneller leer bekam und das Stroh einfuhr. Man konnte mit der Pickup-Presse mit 100 Arbeitsstunden das Gleiche erreichen, was man so mit Handarbeit mit 500 Stunden erreichen könnte. So krass war der Unterschied. Wenn da 2 Leute aufgesteckt haben, die haben nicht so eine Stundenleistung gehabt wie eine Presse. Die war dann wesentlich höher. Eine Pickup-Presse hatte eine Leistung von 6 Tonnen in einer Stunde. Das waren 120 Zentner. Das schafft kein Mensch. Diese ersten Aussammelpressen sind ja 34 rausgekommen. Und die sind alle ins Ausland gegangen. Weil höchstwahrscheinlich in Deutschland die Schlepperentwicklung noch nicht so weit war. Wir waren eine große Exportfirma in die umliegenden Länder, also die hier direkt um Deutschland herum liegen. Und es war teilweise so, dass wir über 50% Export in diesen Maschinen hatten. Das war die gesamte Ernte. Das Mähdrescher für die Kornernte und die Pickup-Presse für die Strohernte. Und die Pressen nach dem Schwingkolbenprinzip sind gebaut worden bis Mitte der 50er Jahre. Und die letzte große Maschine war die sogenannte Maximum. Die wurde gebaut bis 1973. Die Stückzahlen waren schon beachtlich. Gebaut worden sind da von diesem Prinzip Pressen ungefähr gut 50.000. Und die wurden dann nachher abgelöst von den sogenannten Hochdruckpressen, damit man bessere Ballen hatte und höher verdichtet. Ne? Also aufnehmen über mechanische Kräfte, würde ich sagen, wenn man so will, mit Eisenhand, ist schon eine super Sache.